Wenn du diese Art Bildartefakte siehst, dann hast du höchstwahrscheinlich Interlaced Footage geschossen und das bedeutet, du musstest die interlacen. In DaVinci Resolve kannst du das ganz easy machen, indem du mit Rechtsklick auf den Clip klickst und dann die Clip Attributes auswählst und hier unter Field Dominance von Progressive auf Auto oder auf eins der unteren Möglichkeiten klickst. Und damit hat sich das. Ich hoffe, das hat dir geholfen. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.